Heute gehen wir einer ganz besonderen Legende nach, und zwar dem blutigen See in Minecraft. Denn wenn man ganz viele Villager in ein Meer lockt und sie dann opfert, soll sich angeblich das ganze Meer in Blut verwandeln. Ob das Ganze funktioniert, seht ihr am Ende des Videos und lasst jetzt einen Daumen nach oben da. Und ich bin auch schon beim Seed angekommen, denn wir müssen einen ganz bestimmten Minecraft-Seed eingeben und ich habe den mir einmal aufgeschrieben auf den anderen Monitor. Ich gebe den mal ganz kurz hier ein, denn das hier müsste der Seed sein. Und ich würde sagen, ich bin echt aufgeregt. Natürlich, Spielmodus muss Überlebensmodus sein und ja, Schwierigkeitsgrad soll es eigentlich egal sein. Also, wir erstellen mal die Welt. Ich schreibe rein, blutiges Meer ist es eher eigentlich schon. Okay, Leute, und ich bin super gespannt, was wir jetzt herausbekommen werden. Okay, lasst auf jeden Fall, wie gesagt, einen Daumen nach oben da, wenn euch das Ganze gefällt. Okay, und unser Spawn sieht ja schon mal sehr unspektakulär aus, aber hier bleiben wir auch nicht. Das kann ich euch garantieren. Denn auf dieser Minecraft-Map soll sich wohl ein Villager-Dorf befinden, was mitten auf dem Meer ist. Und dort müssen wir hin und nur dort sollen wir wohl in der Lage sein, einen blutigen See zu erschaffen. Ich muss mir allerdings dafür natürlich auch erstmal ein Boot besorgen, weil so ganz ohne Sachen wird es ein bisschen schwierig, dahin zu kommen. Deshalb schnappe ich mir ganz schnell ein bisschen Holz, mache mir normales Werkzeug und natürlich muss ich mir auch ein Boot machen. Ich denke, Essen und so weiter wird auch auf der Insel sein. Ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus und wie schon eben erwähnt, mache ich mir jetzt hier einmal ganz schnell eine Spitzhacke. Und ich glaube nämlich, auf der Insel sollte jetzt noch nichts Schlimmes sein. Also keine Monster, gegen die wir großartig kämpfen müssen. Aber für den Fall der Fälle würde ich gerne noch mal ein bisschen Steinwerkzeug haben, dass wir uns auf jeden Fall auch gegen die Monster wehren können. Okay, und ich glaube, das sollte auch schon ausreichen. So, ich baue mich jetzt hier einfach mal nach oben, würde ich sagen. Zack. Und jetzt haben wir auch genug Holz auch für ein Boot. Wir haben genug Stein für unser Werkzeug. Und ich denke, damit ausgestattet können wir auf jeden Fall in die Schlacht ziehen. Okay, dann haben wir jetzt hier die Axt, Spitzhacke und natürlich nicht zu vergessen, das Boot ist jetzt hier auch am Start. Sehr gut. Ich habe auch gesehen, da vorne war noch ein bisschen Eisen. Lassen wir jetzt einfach mal liegen. Und jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Wenn mich nicht alles täuscht, müssen wir jetzt nämlich genau in diese Richtung gehen, weil jetzt müsste dort eigentlich ein Meer kommen und wir müssen dann ganz lange geradeaus schwimmen. Mit einem Boot geht es natürlich deutlich schneller und das sieht auf jeden Fall so aus, als würde es richtig sein. Okay, wir gehen jetzt quasi von der Insel weg und werden jetzt zur Villager-Insel fahren. Es kann, wie gesagt, ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Ihr seht, es dauert ein bisschen, aber ich glaube, ich habe da was gesehen. Ich glaube, ich habe es gesehen, Freunde. Oh mein Gott, sehr nice auf jeden Fall. Und da ist sie nämlich, die Villager-Dorf-Insel, nach der wir gesucht haben. Hier ist auf jeden Fall nichts normal. Und wir sehen auch schon, wie verrückt diese Insel ist. So, ich gehe jetzt erstmal hier an Land und dann schauen wir uns das Ganze hier an. Und wir sehen, hier sind einige Villager am Start. Sehr, sehr verrückt sind auch die Strukturen, wie beispielsweise einfach mal hier ein, das soll glaube ich ein Schiff sein, was mitten im Villager-Dorf, also in dieser, ja, im Boden drin steckt. Sehr verrückt. Und wir haben auch schon gesehen, hier ist ein Schmied. Das heißt, wir sind auf jeden Fall auch nochmal versorgt mit einigen guten Materialien. Ey, das hier der Hammer. Schaut euch das mal an. Fast Full Iron in einer Kiste. War auf jeden Fall die richtige Entscheidung, dass ich jetzt nicht großartig nach Equipments gesucht habe. Aber ich würde schon sagen, wir legen sofort los. Denn ich möchte natürlich auch wissen, wird es mit dem Ritual klappen oder nicht. Und zwar ist das auch eigentlich relativ simpel. Wir müssen nämlich einen, ja, einen Zaun bauen, beziehungsweise einen Bereich bauen, wo wir die Villager dann mit einem Boot hinführen. Und dort müssen alle Villager hin und über Nacht müssen sie quasi dort bleiben. Das Ganze müssen wir, wie gesagt, einzäunen und dafür eignen sich natürlich jetzt hier diese Zäune ganz gut, die im Villager-Dorf sind. Deshalb nehme ich die jetzt einfach mal mit und natürlich die nächste Aufgabe wird auch sein, einige Boote zu craften, weil, oh mein Gott, wir sehen, da ist sogar unter Wasser eine Struktur. Sehr, sehr krasses Villager-Dorf, Freunde, sehr, sehr krass. Aber auf jeden Fall werden wir einige Boote benötigen, weil sonst können wir die Villager da gar nicht hinführen zu diesem Bereich, wo sie dann alle sein sollen. Deshalb besorge ich mir jetzt nochmal ein bisschen Holz, mach daraus aber größtenteils, wie gesagt, nur Zäune. Und Crafting Table haben wir auch, das ist perfekt. So, dann würde ich sagen, natürlich einmal ganz kurz hier das Brot weiterverarbeiten. Und wenn ihr es, wie gesagt, noch nicht getan habt, Leute, Daumen nach oben nicht vergessen. Würde mich sehr freuen.
Ich mache jetzt hier nochmal ein paar Sticks. Hab jetzt aber ein paar Sticks zu viel gemacht, weil wir brauchen natürlich noch normales Holz. Fällt mir jetzt gerade erst ein. Deshalb schnappe ich mir nochmal ganz kurz ein bisschen normales Holz hier einfach mal von diesem Weizenfeld. Das soll jetzt aber wirklich hier ausreichen. So, dann machen wir es mal ein paar Zäune. Zack und zack. Ging das so? Ich bin jetzt unsicher. Ja, das war richtig das Rezept. 22 könnte ausreichen. Bin mir jetzt nicht 100% sicher. Ich mache nochmal ein bisschen mehr zur Not, weil ich jetzt nicht so die Lust habe, dann am Ende vielleicht nochmal zurückzufahren und hier was Neues zu machen. Also, dann haben wir auf jeden Fall mehr als ausreichend. Ich habe auch extra ein Zauntor gemacht und mir fällt jetzt natürlich auch noch ein, wir dürfen natürlich die Boote nicht vergessen. Zack, zwei Boote haben wir jetzt gemacht. Und es gibt natürlich auch einen kleinen Trick, wie wir diese Villager da reinlocken können in die Boote. Denn wir müssen sie natürlich auch ein bisschen abseits bringen. Das ist ja ganz klar. So, ich hätte nämlich gesagt, so ungefähr in diese Richtung hier, dass wir jetzt auch nicht unbedingt auffallen. Okay, und oh, es wird auch ein bisschen schwierig, weil wir müssen ja, wie gesagt, im Wasser einen Zaun verlegen. Oh, ich glaube, ich mache das... Ah, ich brauche aber dann Blöcke, fällt mir gerade auf, ne? Das wird auf jeden Fall keine einfache Aufgabe. Also ich habe eigentlich gar keine andere Wahl, als noch ein bisschen Holz zu besorgen. Und dann müssen wir quasi so einen Holzweg dahin ziehen. Ich kann euch nämlich das Problem erklären. Wir können ja nicht einfach im Wasser, also mitten im Wasser können wir ja nichts platzieren. Wir müssen ja irgendwelche Blöcke haben. Und das funktioniert dann nur, indem wir einen Weg ziehen. Und das ist jetzt auf jeden Fall mein Plan, den ich vorhabe. Okay, ich denke aber, das sollte ausreichen jetzt hier. Mit 56 Holz, deswegen, das müssen wir auch gleich wieder abbauen. Das soll ja hier keiner ahnen, dass wir hier sowas vorhaben. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr schlecht. Und wir sehen, Freunde, es funktioniert auf jeden Fall soweit ganz gut. Ja, 27, ich glaube, ich benutze sogar alles Holz, was ich hier habe. Dann haben wir das auf jeden Fall gut benutzt und auch verarbeitet. So, zack, 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 zack. Okay, Leute, das sollte von der Distanz her ausreichen. Einfach, dass wir ein bisschen abseits sind. Und jetzt mache ich nämlich hier einfach diese Zäune hin. Okay, weil ihr seht, ich hätte auch vom Boden aus gehen können. Aber vom Boden aus wäre das noch weiter gewesen. Hätte also nicht so viel Sinn gemacht. Sondern mache ich... Ah, ein höher, ne? Ein höher hätte ich das machen müssen. Aber die Zeit drängt leider schon, Freunde. Wahrscheinlich müssen wir es am nächsten Tag auch weitermachen. Oh Gott, das taucht das runter? Ich glaube, Zäune müssten noch an die Oberfläche gelangen, oder? Ich weiß nicht. Und... Nein, die fallen runter. Nein, okay. Die Zäune muss ich auf jeden Fall retten. Ah, und jetzt würde ich sogar schon fast sagen, wir müssen auf jeden Fall schon mal schlafen gehen, weil an diesem Tag wird es nicht mehr funktionieren. Wir haben aber schon das Allerwichtigste gemacht. Wobei, eigentlich könnte es auch zwei hoch sein, ne? Sonst können die auch flüchten. Das ist auch das Problem. Okay, also ich werde auf jeden Fall noch mehr Zäune benötigen. Das steht definitiv fest, Freunde. Aber bevor wir uns darum kümmern, ja, will ich jetzt erstmal hier diesen Grundriss machen. So, ich denke, der Grundriss von der Größe her, also er muss nicht zu groß sein, ne? Es muss, wie gesagt, nicht zu groß sein. Aber so ein bisschen Platz werden wir auf jeden Fall benötigen. Ich denke, so, ja, sollte passen. Wenn wir jetzt gleich eh dieses ganze Holz noch abbauen, dann sollte das eigentlich an sich funktionieren. Ich werde jetzt mal ganz schnell hier das ganze Holz abbauen, damit wir auch diesen Weg, wie gesagt, hier beseitigen. Okay, der Weg ist jetzt auf jeden Fall weg, Freunde. Sehr, sehr gut. Dann haben wir schon mal einiges hier hinbekommen. Und eigentlich ist die Nacht sogar ganz gut geeignet, um sich jetzt darum zu kümmern. Ich würde sogar sagen, wir machen das sogar einfach mal jetzt hier weiter, Freunde. Ah, Zauntone wollte ich jetzt eigentlich nicht. Hab jetzt hier nochmal spontan 36 Zäune machen können mit dem Holz, was wir jetzt nämlich gerade abgebaut haben. Das packe ich mal in die zweite Hand. Und wir können jetzt nämlich eigentlich ganz entspannt hier herüberfahren und nämlich in der Nacht einfach mal die Situation nutzen, um hier unsere Zäune weiter auszubauen. Und so im Boot funktioniert es ja eigentlich ganz gut. Deswegen machen wir das einfach mal hier ganz gut im Boot weiter. So, zack, hier. Ich weiß es, obwohl, ich glaube, ja, ich glaube, wenn ich aussteige, ist das ein bisschen einfacher. So, und das reicht ja schon aus von der Größe. Eigentlich reicht es schon aus von der Größe. Ich muss gleich nur einmal überprüfen, ob wir auch in der Lage sind, hier reinzufahren mit dem Boot. Weil wir ja noch dort einen ganz normalen, ja, so einen Zaun haben, sehe ich gerade. Das müssen wir jetzt gleich einmal ausprobieren. Nicht aussteigen? Ja, es geht auch perfekt, Leute. Sehr gut. So, dann sind die auf jeden Fall nicht in der Lage, hier zu flüchten. Ah, okay, okay. Ich sehe schon einen Trunkenen hier. Aber den können wir gleich töten. Das ist auch kein Problem. So, Freunde. Und jetzt kann ich jetzt hier rein. Das funktioniert schon mal sehr gut. So, und jetzt müssen wir, wie gesagt, ganz viele Villager hier hereinlocken. Und ich töte mal diesen Ertrunkenen, dass er die nicht gleich irgendwie umbringt oder so. Okay, weil wir müssen die, wie gesagt, ja selbst auf,
opfern. So, zack. Okay, Freunde, sehr gut. Dann fahren wir jetzt hier durch. Geht das? Nee, das geht leider nicht. Das geht leider nicht. Da haben wir ein Problem, weil die müssen auf jeden Fall hier durchkommen. So, und dann, wenn wir das abgebaut haben, kann ich entweder noch ein normales Zauntor machen oder, ja, wir lassen es einfach ganz weg. Das muss ich einfach mal gleich spontan schauen. So, passt es denn jetzt durch? Und so passen wir auch. Was? Wir passen immer noch nicht durch? Okay, das hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich echt nicht gedacht. Das heißt, wir haben echt nur die Möglichkeit, jetzt so eine Zweieröffnung zu machen. Ich mache dann, wie gesagt, gleich einfach nochmal neue Zauntore. Und jetzt ist der Moment gekommen, wo wir die Villager auch entführen müssen. Es wird auf jeden Fall jetzt sehr, sehr spannend. Und es geht jetzt in die heiße Phase rüber. Crafting Table ist am Start. Und jetzt, genau, Zaun. Tore wollte ich einmal machen. 3 Stück benötigen wir. Passt also perfekt. Sehr, sehr gut. Okay, Freunde. Und wie gesagt, ich muss jetzt die Villager hier quasi entführen. Es ist ja leider so, dass wir die entführen. Was anderes machen wir nicht. Aber wir wollen ja auch wissen, ob das Ganze funktioniert. So, wir können jetzt nämlich Folgendes machen. Wir platzieren jetzt hier vor der Tür ein Boot. Warum kann ich kein Boot platzieren? Ah, jetzt geht's, okay. Muss ich natürlich auch dafür sorgen, dass diese Monster hier nicht nerven oder nicht zur Not reingehen. So, sehr gut. Und wir lassen jetzt nämlich diesen Villager herausrennen. Das müsste eigentlich funktionieren, oder? Zack, wenn ich ihn jetzt einmal schlage, rennt er raus und ins Boot rein. Was, er ist nicht ins Boot reingelaufen? Oh nein, das war ja eigentlich mein Plan. Ich dachte, ich kann jetzt hier super einfach ins Boot reinlocken. Hat jetzt nicht so ganz funktioniert. Das heißt, wir müssen das Boot wahrscheinlich ein bisschen penetranter vor die Tür stellen. Vielleicht so? Ja, so ist, glaube ich, gut. So ist besser. Gucken wir mal, ob es klappt. Und jetzt rennt er raus. Ja, ins Boot rein. Und jetzt kann ich ihn nämlich hier entführen, Freunde. Jetzt kann ich ihn entführen. Ihr seht, er ist jetzt mit mir im Boot und kann jetzt eigentlich gar nicht weg. Ach Mann, ich komme hier nicht weiter. Wegen diesen doofen Blöcken. Ach Mann, das kann doch nicht wahr sein, Freunde. Es kann doch nicht wahr sein. Lasst mich doch einfach alle hier. Okay, Leute, ich muss mich erstmal um die kümmern. Nein, lasst den Villager in Ruhe. Oh Gott, ey, das war jetzt schon wieder eine knappe Situation. Das Problem ist, dass wir hier so eine komische Erde haben. Wenn ich jetzt aber theoretisch das hier ersetze, klappt das nicht? Müsste doch eigentlich funktionieren. Okay, Leute, Planänderung. Der Villager rennt schon wieder weg. Mann. Oh, das ist meine Chance, das ist meine Chance. Komm, komm, komm. Hey, 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 Moment. Okay, 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 das ist meine Chance. Und rein da, rein da. Es hat geklappt, es hat geklappt. Nein, ihr lässt mich jetzt in Ruhe. Okay, Freunde, wir haben es geschafft, den ersten Villager hier zu entführen. Und wir werden jetzt ihn natürlich in diesen Zaun hier einsperren. So, zack. Ich platziere auch sofort hier die Zauntore. Das habe ich jetzt aber falsch platziert. Das ist ein bisschen doof. So, jetzt halt nochmal neu platzieren. So, von unten ist vielleicht ein bisschen besser. Na, ja, es funktioniert, glaube ich, so ein Ticken besser. Aber wir sehen, der erste Villager ist auf jeden Fall hier drin. Schon mal sehr, sehr gut. Wir müssen jetzt auf jeden Fall noch 1, 2 Villager mehr hier hereinlocken. Okay, ich habe jetzt leider kein Boot. Ist auch egal, denn der Villager muss leider im Boot bleiben. Gott sei Dank haben wir aber hier noch ein Boot. Okay. Dann packen wir das jetzt einfach mal beim nächsten Villager vor die Tür. Ich glaube, noch sind sie ja im Bett, weil die Sonne kommt gerade ebenso heraus. Das heißt, wenn wir uns einen passenden Villager raussuchen, können wir den eigentlich auch schon sofort entführen. Sollte zumindest so in der Theorie funktionieren. Ich muss eigentlich noch den Weg hier so ein bisschen vorbereiten, ne? Weil sonst komme ich gleich wieder nicht raus. Das wäre ein bisschen doof. Okay, also gucken wir mal, ob das Ganze funktioniert. Villager ist hier vor der Tür. So, ich werde ihn jetzt hier hereinlocken. Zack, so und ja, hat doch gut geklappt. Hat doch sehr, sehr gut geklappt. Jetzt können wir hier rein. Ja, Freunde, auch der Villager hat keine Chance. Wir entführen auch diesen Villager zum blutigen Gehege. Und schauen wir mal, ob das dann gleich funktioniert. Ich werde jetzt hier nochmal ein paar Villager hinbringen. Und dann muss ich auch noch abwarten, bis Nacht ist. So, wir sehen jetzt einfach ganz einfach, kann ich die jetzt hier reinbringen. So, der nächste Villager. Leute, ich werde das jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen weiter so machen. Okay, Freunde, ich bringe jetzt hier gerade den letzten Villager rein. Ihr seht nämlich, die Sonne geht gerade unter. Und das ist eigentlich perfekt vom Timing her. Ich denke mal, das sollte jetzt nämlich so auch ausreichen. Okay, Freunde, also ich habe jetzt hier alle Villager reingebracht. Oder was heißt alle? Zumindest einige Villager reingebracht. Und jetzt wird es auch an der Zeit, bei Nacht schlafen zu gehen. Und eigentlich, wenn ich dann aufwache, müsste es klappen, dass dann diese Villager im blutigen Meer aufwachen. Okay, da sind alle drin. Wir sehen sie nochmal da hinten. Perfekt. So, ich werde jetzt hier einfach mal mich irgendwo schlafen legen. Ich habe ja hier noch ein Bett sogar. Okay, dann mache ich das einfach mal hier hin. Und, also ich muss euch sagen, ich bin schon echt aufgeregt. Und ich sehe gerade, hä? Ist noch Nacht? Warum ist denn ein Creeper vor meiner Tür? Oh, Leute, jetzt hier kann ich kann noch nicht rausgehen, wenn ein Creeper hier ist. Oh, wobei, warte mal, ich habe da was gesehen. Da war doch blutiges Wasser.
Da ist blutiges Wasser. Schaut euch das mal an. Aber irgendwie ist weiterhin Nacht. Oh mein Gott, der Creeper ist sauer. Der Creeper ist sehr sauer. Ich muss jetzt hier aufpassen, dass der Creeper auf jeden Fall nicht explodiert. Weil sonst macht er mir das ganze Haus hier in die Luft. So, oh Gott, das sind mehrere. Okay, wisst ihr was? Ich fahre einfach dahin. Ich fahre einfach zu der Stelle. Oh mein Gott, und wir sehen, das ganze Wasser ist wirklich rot. Und ich sehe sogar irgendwas unter Wasser. Schaut euch das mal an. Ey, warte mal ganz kurz. Alter, genau da, wo wir dieses Becken hingebaut haben, sind einfach mal so Kreuze aufgetaucht aus Lava. Und wir sehen auch, alle Boote sind hier einfach mal leer. Alter Schwede, Freund, es hat, glaube ich, wirklich funktioniert. Oh, ich habe hier leider auch keine Fackel dabei, aber wir sehen hier wirklich diese komischen Kreuze unterm Boden. Und wir sehen sogar hier sind jede Menge, was? Das sind doch sogar die Villager. Das sind die Villager-Köpfe, da ist sogar Blut, was da liegt. Freunde, schaut euch das mal an. Hier, wir sehen, die wurden da wahrscheinlich von diesen, von diesen Ertrunkenen getroffen oder sowas. Oh ja, ja, wir sehen hier auch nochmal, der wurde von einem Ertrunkenen getroffen, Freunde. Auf jeden Fall der Villager. Alter Schwede, und die sind auf jeden Fall sehr, sehr heiß darauf, mich jetzt hier auch zu holen. Oh mein Gott, Freunde, was ist denn hier passiert? Ey, Freunde, ganz ehrlich, ich muss hier weg, das ist zu krass, das ist echt zu krass. Was ist denn jetzt hier mit dem Villager drauf passiert? Und guckt euch mal den roten Himmel an. Auf einmal ist hier nichts mehr normal. Alter, warte mal, da ist alles. Ey, da ist... Schaut euch das an. Da brennt einfach mal alles, das ganze Villager-Dorf. Oder auch irgendwie rote Bäume, rotes Gras. Alter, ich bin hier auf so einer richtigen Psycho-Insel angekommen. Schaut euch das an, Freunde. Schaut euch das an. Wie verrückt sieht diese Insel denn aus? Ey, mich würde es nicht wundern, wenn ich sogar jetzt noch von Monstern attackiert werde. Also von normalen Schweinen. Aber die scheinen mich wohl in Ruhe zu lassen hier. Ey, Freunde, ich muss sagen, das ist wirklich heftig. Das ist wirklich heftig. Es ist nur Nacht anscheinend. Der Himmel ist rot. Alles fängt an zu brennen. Selbst die Samen vom Weizenfeld sind rot geworden. Blumen sind auch... also so Bäume sind auch einfach mal rot geworden. Also ich sag euch ganz ehrlich, das ist schon etwas gruselig. Freunde, ich glaube, wir haben echt keine Wahl, als diese Insel hier zu verlassen. Ich nehme mal ganz kurz hier das Boot. Was ist das denn jetzt? Hä? Ich bin vergiftet worden. Ey, Freunde, was? Ich habe doch nichts gemacht. Wie kann das sein? Ich bin einfach mal vergiftet mit Gift 2. Ich habe ein halbes Herz. Ey, Freunde, oh mein Gott. Wenn ich jetzt von irgendeinem Monster getroffen werde, dann ist Ende im Gelände. Ich verlasse auf jeden Fall jetzt diese komische Blutinsel da hinten, weil die macht mir auf jeden Fall sehr viel Angst. Ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher, ob das jetzt hier diese Richtung überhaupt war. Ich glaube allerdings, es müsste die richtige Richtung gewesen sein. Alter, schaut euch das mal an, Freunde. Schaut euch das hier an. Ich muss mal ganz kurz hier was essen, aber wir sind anscheinend wieder an der Startinsel angekommen. Aber warte mal. Redstone-Blöcke? Was ist denn das? Alter, Freunde, das ist auf jeden Fall nicht normal. Ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt, aber das ist doch nicht normal. Warum sind denn noch einmal hier Redstone-Blöcke als Bäume da? Es ist zu krass, Freunde. Es ist zu krass. Hier schon wieder so eine Spinne. Alter Schwede. Habt ihr schon mal so eine verfluchte Minecraft-Insel gesehen, Freunde? Ich definitiv nicht. Und hier sind ja... Besonders ist es die ganze Zeit Nacht. Die ganze Zeit ist hier Nacht. Selbst Zuckerrohr ist auf einmal rot geworden. Alter, Freunde. Ich muss sagen, das wird mir hier zu gruselig. Das wird mir wirklich zu gruselig. Ich will nicht mehr in dieser Welt spielen. Wisst ihr was? Das war's für mich. Ich bin raus. Haut rein und lasst ein Like da.